Traditionell ist Kapitalbedarf immer ein großes Thema für den Mittelstand. S&P hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht zum Thema Mittelstand auf der Suche nach alternativer Wachstumsfinanzierung. Von Frankfurt aus zugeschaltet ist der Autor dieses Berichts, Marc Werisch. Hallo Marc. Hallo Elliot, grüß dich. Was sind denn die größten Herausforderungen generell für deutschen Mittelstand derzeit? Ja, also wir bei S&P sehen halt momentan in Deutschland die größten Herausforderungen eher im makroökonomischen und geopolitischen Bereich. Wir wissen ja, der deutsche Mittelstand ist generell stark exportorientiert. Durch die momentane Krise in der Ukraine, die Sanktionen der EU, drohende Gegensanktionen von Russland, das wirkt sich alles negativ auf das Geschäftsklima aus. Wir sehen auch, dass die Nachfrage innerhalb der EU für Exportprodukte sich abgekühlt hat. Das hat negative Auswirkungen generell auf die Möglichkeit der Investition in neue Produkte, in CapEx. Die Binnennachfrage in Deutschland ist weiterhin stabil, das läuft positiv. Allerdings fehlen hier ganz klar die Impulse für weitere Wachstumsfinanzierung. Und damit entspricht das eben auch letztendlich ein Problem bei der Nachfrage nach zusätzlichem Kapital. Gut, inwiefern, wie entwickelt sich denn der Finanzierungsmarkt für den deutschen Mittelstand derzeit? Ja, also ist ganz klar, in Deutschland der Finanzierungsmarkt, der Mittelstand ist immer noch durch die Banken finanziert. Wir sehen, dass der größere Mittelständler mit der guten Kreditqualität natürlich auch alternative Finanzierungsquellen zur Verfügung hat. Wir sprechen hier von Private Placement Market. Zum einen haben wir hier den Schuldscheinmarkt, ein ganz etablierter Markt in Europa. Zum anderen existiert natürlich der amerikanische USPP-Markt. Der wird von diesen Unternehmen momentan sehr stark genutzt. Der kleinere Mittelstand und der Mittelstand mit einer etwas schlechteren Kreditqualität, wir sprechen hier dann im Bereich Crossover oder Double-B-Bereich, der nutzt diesen Markt momentan natürlich noch nicht so. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass die Märkte historisch eher auch gewachsen sind im Investment-Grade-Bereich und diese Dokumentation auch entsprechend diesen Bereich widerspiegelt. Der Trend wird dahin gehen, dass diese Unternehmen im Crossover-Bereich auch vermehrt Zugang zu diesen Finanzierungsformen suchen. Aber wie gesagt, hier muss ich dann auch noch ein bisschen was anpassen hinsichtlich Kreditdokumentation und Kreditsicherheiten. Wir sehen auch, dass eine alternative Finanzierungsquelle der Mittelstandsanleihenmarkt sein kann. Aber auch hier ganz klar zu sehen, sind noch Probleme hinsichtlich Reputation, hinsichtlich Transparenz und auch der risikoadäquaten Bepreisung des Kreditrisikos. Wir glauben, hier gibt es Möglichkeiten, diesen Markt in einen wirklich standardisierten Markt zu überführen. Aber hier sind natürlich glaubwürdige Ratings von extremem Vorteil. Insgesamt sehen wir, dass der Investitionsbedarf, dass der Hunger nach Yield und Rendite sehr stark da ist, aber aufgrund der momentanen Marktsituation eben noch nicht so bedient werden kann durch alternative Finanzierungsformen. Konkret, welche Faktoren müssen deutsche Mittelständler in Betracht ziehen, wenn sie ihre Finanzierungsalternativen erweitern wollen? Also der Mittelständler kann natürlich mit alternativen Finanzierungsformen viele Vorteile generieren. Da sprechen wir dann über verschiedene höhere Volumina, wir sprechen über verschiedene Strukturen, also Beispiele wären längere Laufzeiten, endfällige Kredite und im Pricing, dass wir da über Spreads reden, die auch relativ nah an der Bankenfinanzierung dann dran sind. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass sich so ein Unternehmen diesen nationalen und internationalen Investoren und ihren Anforderungen auch etwas öffnen muss. Dazu zählen dann unter anderem eine ganz klare Kommunikation der Finanzstrategie, eine transparente Berichterstattung im Zeitablauf und natürlich eine sehr gute Investor Relations Arbeit. Reputation ist hier wirklich key für den Aufbau dieser Finanzierungsbeziehung, dass die auch erfolgreich stattfindet. Und wir von S&P glauben, dass hier externe Ratings auch einen positiven Beitrag leisten können. Danke, Marc. Marc Werisch ist Autor von dem Bericht Mittelstand auf der Suche nach alternativer Wachstumsfinanzierung, erhältlich auf unserer Webseite snp.com. Auf Wiedersehen.